Darf ich vorstellen? Jimmy, Schneeweiß, Karamell und Olli. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie leben im Tierheim Tierseelenhoffnung in Frankenburg. Und Olli ist heute unser Kameraassistent. Hier in Frankenburg bekommen Tiere aller Art ein wohlbehütetes Zuhause. Ja, das meiste sind Katzen. Da sind wir bei den 50 bis 100 Katzen. Und Hunde haben wir bis zu 6. Kleintiere wie Meerschweinchen, Hasen. Vögel haben wir auch immer wieder, Sittiche, Wellensittiche. Und unsere Gnadentiere eben, da haben wir von Pferd, Esel, Schafe, Ziegen, Minischweine, Hühner, alles bunt gemischt. Katharina Jelinek liegt das Wohl der Tiere sehr am Herzen. Ja, es war immer ein Traum. Also ja, Tierliebe habe ich schon immer gehabt und ich habe mir eigentlich einen Traum erfüllt. Es ist schon oft, also man ist wirklich oft 24 Stunden angehängt, sage ich mal, Tag und Nacht und Montag bis Sonntag, aber es ist eine schöne Aufgabe. Die Tierseelenhoffnung in Frankenburg bietet verletzten, alten, ausgesetzten oder nicht mehr gewollten Tieren einen guten Platz zum Leben. Ja, Katzen, Hunde, Nagetiere werden vermittelt und die Gnadentiere dürfen bleiben. Wir haben schon immer wieder einmal behördliche Abnahmen von Pferde, Nutztiere oder so. Entweder dürfen die dann wieder zurück zum Besitzer, wenn die Haltungsbedingungen geschaffen werden, dass das passt. Oder vor kurzem ist eine Minischweinfamilie ausgesetzt worden. Das war die Eltern mit 5 Ferkel. Da sucht man natürlich dann genauso einen Platz. Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Aber auch Futter oder ehrenamtliche Arbeiten werden dankend angenommen. Patenschaften sind super. Das ist einfach eine monatliche Unterstützung, was man machen kann, dass man sich ein Tier aussucht, was man eben finanziell unterstützen möchte. Wir werden auch vom Land Oberösterreich gefördert, weil anders kann es eh nicht mehr, weil wir einfach ein Personal mittlerweile auch schon brauchen und die Tierarztkosten natürlich dementsprechend sind. Eine große Herausforderung für den Verein stellen die kleinen Stubentiger dar. Momentan haben wir Aufnahmekapazitäten von 50 Katzen und wie gesagt, wir kommen oft weit drüber, meistens ums Doppelte. Und jetzt würden eben noch 3 weitere Katzenzimmer anstehen, die was wir gern umsetzen möchten. Hier haben die Tiere ein respektvolles, liebevolles und geschütztes Dasein.